Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt's mal was anderes, nicht direkt, weil Rezepte hatten wir schon, aber nicht so alte. Alte Rezepte. Also nein, alte Videos. Und zwar ist das Video, was ihr jetzt gleich sehen werdet, mal für ein Projekt aus dem Kunstunterricht von Hannah entstanden. Von vor 2 Jahren circa. Und das ist aber an sich eigentlich ganz cool gewesen, deswegen wollen wir euch das natürlich nicht vorenthalten. Ja, und das ist ja, also es macht jetzt keinen Unterschied, also für was wir das Video gedreht haben. Wir hätten es ja genauso für YouTube drehen können. Ja. Genau, das ist auch ein Rezept, was wir danach noch öfter nachgekocht haben. Ich weiß gar nicht, hatten wir das da zum ersten Mal gekocht? Nee. So, da hatte unser kleiner Zweck gerade ein Problem. Mal schauen, ob er Hunger hatte. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Und ihr könnt euch ja inspirieren lassen, das nachzukochen. Und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es gemacht habt, wie es euch geschmeckt hat. Und ja, genau. Viel Spaß. Heute möchte ich Käseschnitzel mit mexikanischem Salat zubereiten. Das Rezept habe ich von lecker.de, wo man es auch nachlesen und dann auch nachkochen kann. Hier sieht man die Zutaten für 4 Personen. Man benötigt 425 ml Mais und ebenso viele Kidneybohnen, 400 Gramm Tomaten, 2 Lauchzwiebeln, 1/3 Esslöffel Essigessenz, 3,5 Esslöffel Wasser, 4 Esslöffel Ketchup, 175 bis 180 Gramm Tortilla-Chips, 60 Gramm Mehl und ebenso viele Semmelbrösel, 3 Eier, 4 bis 6 Scheiben Gouda, die je etwa 75 Gramm wiegen, sowie Salz, Pfeffer und Öl. Diese Küchenutensilien benötigt man für die Zubereitung und dann geht es auch schon los. Zuerst müssen Mais und Kidneybohnen über einem Sieb abgegossen werden. Dann werden die Tomaten gewaschen. Und ebenso die Lauchzwiebeln. Nun wird die Soße zubereitet. Dazu vermengt man 1/3 Esslöffel Essigessenz mit 3,5 Esslöffeln Wasser sowie 4 Esslöffel Ketchup. Das Ganze verrührt man und dann sollte man es je nach Geschmack mit Salz und Pfeffer würzen. Jetzt werden die Tomaten in Achtel geschnitten und direkt in die Soße gegeben. Die Lauchzwiebeln werden in Ringe geschnitten, welche ich zu den Tomaten und der Soße in die Schüssel gebe.
Dem Ganzen gebe ich den Mais und die Kidneybohnen hinzu. Jedoch muss der Salat noch in eine größere Schüssel, damit er umgerührt werden kann. Als nächstes werden die Chips in einen Gefrierbeutel gegeben und zerkleinert. Dies kann mit allen möglichen Küchenutensilien geschehen, wie beispielsweise einem Nudelholz oder einem Pfannenblender. Die zerkleinerten Chips werden in eine Schüssel gegeben und in einer weiteren Schüssel werden 60 Gramm Semmelbrösel und 60 Gramm Mehl vermengt. In einer dritten Schüssel werden nun 3 Eier verquirlt. Diese sollte man dann noch mit Salz und Pfeffer würzen. Den Schritt des Würzens kann man hier leider nicht sehen, allerdings ist er sehr wichtig für den Geschmack der Panade. Nun wird paniert. Jedoch muss der Käse zuvor noch zerteilt werden. Anders als im Rezept geschrieben steht, habe ich beim Zerteilen nicht auf das Gewicht geachtet, sondern die Scheiben nach Augenmaß geschnitten. Beim Panieren wird die Käsescheibe zuerst im Ei, dann im Mehlmix, danach noch einmal im Ei und zuletzt in den Chips gewendet. Hier sieht man zunächst einmal den fertigen Salat. Nun werden die Zutaten der Panade zusammengeschüttet und verrührt, denn man kann die Panade einzeln auch noch braten, was sehr gut schmeckt. Für die Konsistenz davon muss man dann eventuell noch ein oder zwei Zutaten dazu tun, wie es hier in dem Fall mit dem Ei gemacht wurde. Doch zuerst werden die Schnitzel gebraten. Diese werden für je 2,5 Minuten in die Pfanne mit heißem Öl oder anderem Bratfett gegeben und unter mehrmaligem Wenden so lange gebraten, bis sie goldbraun sind. Nun kommt die Panade in die Pfanne. Dafür gibt es keine feste Zeit, allerdings braucht diese nicht lange und man sollte aufpassen, dass sie nicht zu dunkel wird. Hier sieht man nun das fertige Endergebnis und das Besondere an diesem Gericht ist, dass man es schnell und einfach zubereiten kann und es trotzdem optisch und geschmacklich immer etwas hermacht. So, das war es dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet euch ein bisschen inspirieren lassen, das vielleicht auch mal nachzukochen. Genau, also wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Wer noch nicht abonniert hat, bitte abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video.